Pavo, am Ende heißt es hier 1:1 bei Fortuna Düsseldorf. Wie ist so die Gefühlslage bei dir? Was denkst du über diesen Punkt heute? Sehr ärgerlich. Also ich glaube, wir ärgern uns alle, auch zu Recht. Ich glaube, dass wir gefühlt die bessere Mannschaft waren. Wir haben viel mehr Initiative gezeigt. Nichtsdestotrotz müssen wir uns in gewissen anderen Punkten hinterfragen und das abstellen und ändern. Und dann werden wir auch solche Spiele gewinnen. Aber meistens ist es wirklich ein tausend Ergebnis. Ich finde, dass wir im zweiten Halbzeit das absolut nicht gut gespielt haben. Dass wir nicht das Richtige gemacht haben. Dass wir nur beschäftigt waren mit Schiedsrichter, mit Gegner, mit von alles und noch was. Außerdem das Fußball, außerdem unsere Art und Weise von Spielen. Und, ja, es versucht, den Spiel auch umzudrehen, um uns zu fokussieren auf das Richtige. Wir haben das gesehen in der ersten Halbzeit, wenn wir manchmal unsere eigene Position spielen. Ja, dass wir das super machen, dass wir klar gute Tormöglichkeiten rausspielen, dass wir ein super Tor machen mit einer super Aktion von Josep. Ja, dann sieht man einfach, dass wir die bessere Mannschaft sind. Ein zweiter Absatz sind wir mitgegangen in dein Spiel und ja, das ist einfach blöd und dumm von uns sein. Ja, ich glaube, das Wichtigste, dass wir sind immer noch ungeschlagen diese Saison. Auswärts ist immer schwierig zu gewinnen. Das Gegner macht immer gut, die haben alles gegeben und es war schwierig für uns, viele Chancen zu kreieren. Wir haben trotzdem 3-4 gute Möglichkeiten gehabt, einmal geklappt und ich hoffe, mit einem Punkt wir können zufrieden sein. War auch ein relativ ruhiges Spiel für dich hinten eigentlich. Düsseldorf, wir hatten sie gut im Griff. Wie ärgerlich ist das dann, dass es heute nicht zu 3 Punkten gereicht hat im Endeffekt? Ja, klar, sehr ärgerlich. Also ich finde, erste Halbzeit haben wir ihnen den Gefallen getan, genau das zu machen, wo sie richtig gut sind, nämlich in den Zweikämpfen und haben uns auf das eingelassen. Dann machen natürlich die Zuschauer auch mit und dann wird es natürlich ungemütlich. Viele hohe Bälle, viel Kampf. In der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir es viel besser gemacht, haben dann hier und da ein unnötiges Foul bekommen und ihnen die Chance gegeben, so wie zum Schluss vielleicht noch das Siegtor zu erzielen. Aber ich glaube, alles in allem hätten wir es gewinnen können, müssen, wie auch immer.